So, jetzt lass mich mal überraschen, ob es über das Mikrofon aufnimmt oder über die Dings. Ich weiß es nicht, wir werden sehen. Wir werden es erfahren. Erstmal das Handy wieder ordentlich verstauen. Einmal Rückwärtsgang. Licht an. Vorsicht, das Modell der Porzellankiste. Und dann sehen wir mal, ob die Karre jetzt läuft in Sachen Kamera. Ja, viel zu sagen habe ich nicht. Gesagt, ich bin unterwegs zum Lager. Es ist von mir aus ein kleines Stück. Motorradfahrer sind heute auch wieder viel unterwegs, auch bestes Wetter dafür. Ich habe nicht voll getankt zu Hause, deswegen gleich mal gucken, dass ich irgendwo eine Tankstelle finde. Morgen früh habe ich nämlich keinen Bock auf Tanke, ganz ehrlich. Null Bock. Aber wir schauen mal, was wird. Ich muss ehrlich sagen, im Moment fährt es sich recht gut. Das Einzige, was ich halt festgestellt habe, am Auspuff hinten muss ich definitiv noch ein bisschen Hitzeschutz dran machen, weil das ist ja ein bekanntes Problem bei CF Moto, bei den C4s hinten, dass da teilweise die Kabel, ein bisschen blöd gelegt sind und dass es dann sein kann, dass da Kabel schmelzen. Und deswegen muss ich da mal gucken, dass ich da ein bisschen Hitzeschutz drum mache, in Form von diesem Basalt-Hitzeschutzband. Noch ein bisschen so die Hitze abhält, weil das ist echt pervers teilweise. Naja, wir schauen mal, was wird. Muss ich hier schon runter? Nee, ich muss schon nicht runter. Gut. Wie gesagt, ich fahre gemütlich 70, 80. Das reicht mir voll und ganz. Das war doch in dem Kreisel, war das? Ist das hier schon Kreisel? Den Reifen fahre ich auch sowieso wegen den Reifen schon ein bisschen, weil es ist echt grobstollig, ein bisschen langsamer. Das würde ich auch jedem Anfänger empfehlen, einfach überschreitet die 70, 80 nicht unbedingt. Macht es langsam, weil sonst das endet immer nur böse. Ja. Und ich muss sagen, hier für einen Anfänger ist die Maschine echt top. Ja. Klar will man mehr, kommt auch irgendwann mehr. Aber jetzt im Moment eher nicht. Jetzt gucken wir mal, ob hier in der nächsten größeren Stadt. Ja, seht euch das an. Braunfels, das Schloss. Schön. Fahren wir mal schön vorbei, können noch mal ein bisschen gucken. Weiß nicht, ob man es sieht überhaupt auf Video. Aber schon genial. Ja. So, Freunde.
Ich bin an unserem normalen Ausgangspunkt. Olli ist schon da. Und so viel zum Thema 13, 14 Uhr. Deswegen habe ich mir Zeit gelassen. Aber wir werden jetzt hier ein bisschen, mal noch ein bisschen, wie auch immer. Was hatte ich vor? Achso, ja, Maschine anlassen. Wäre eine Option. Obwohl, ich gönne mir mal den Quatsch da vorne. So, ja, ich werde jetzt Richtung Lager fahren. Die Strecke hier ist relativ bescheiden. Der Baum hier ist der Totenbaum, weil da hängen lauter Turnschuhe dran. Mal gucken, wie ich da hochkomme. Langsamer, Marc, langsamer. Das ist echt eklig hier. Ich habe keinen Bock, mich hier tot zu fahren oder tot gefahren zu werden. Da bin ich schon mal hochgelaufen, das ist falsch. Hier geht es auch nicht weiter. Hier vorne müsste es irgendwo reingehen, aber da komme ich ja auch nicht hoch. Da komme ich aber auch nicht hoch, weil da Bäume umgestürzt sind am Weg. Und jetzt heißt es Action Jackson, gucken, wie ich da hinkomme.
Ja, wir sind jetzt schon ein paar Stunden am Lager. Hinfahrt habe ich auch gefilmt mit der GoPro. Olli ist in der Hängematte, chillt, hat das Ganze auch noch mal mit dem Handy gefilmt. Auf jeden Fall sau witzig. Ja, hat eben ein bisschen geregnet, Gewitter war, aber ist schon wieder vorbei. Sonne kommt wieder raus, jetzt ist eklig. Das Quad habe ich da hingestellt. Ja, das ist das Quad, das ATV. Unglaublich, oder? Tarnung ist alles. Tarnung ist alles. Ja, wir wollen ja nicht, dass es auffällt. Ich habe auch keine Furchen gezogen, die man so unschwer erkennen kann. Da bin ich hochgefahren. Total krank. Aber ja. Nee, aber ich kann sagen, fährt sich gut. Mitten im Wald. Alles top. Bin begeistert. Passt auch alles. Fürs erste Mal gut getarnt. Ist auch trocken geblieben. Plane drüber, Tarnnetz drüber, fertig. Ja, aufgebaut haben wir auch so ein bisschen. Hab auch schon ein bisschen Holz gehackt. Ja, Shelter wieder aufgebaut. Feuerstelle. Bisschen Holz gehackt. Dann das Shelter, was Olli gebaut hat. Steht immer noch. Rutscht zwar ein bisschen hinten runter, wenn man das unschwer erkennen kann, aber das ist normal. Ja, Olli in der Hängematte, dann ist meine Hängematte hier mit dem Tarp. Wenn man sieht, es hat ein wenig geregnet. Ganz normal, Hängematte, Rucksack, wie immer, nichts Besonderes. Ja, wir warten jetzt noch auf die anderen, die wollen irgendwann gegen 8 Uhr kommen. Auf jeden Fall, der John kommt um 8, hat er gesagt. Mal schauen, was wird. Wir lassen uns überraschen. Aber wie gesagt, die Fahrt hierhin mit dem ATV war gut. Schön locker. 70, 80 schneller, nicht? Pause zwischendurch gemacht, getankt. Dann hier auch reingefahren, ohne Probleme. Von daher passt das alles. Jetzt würde ich gleich noch ein bisschen, wenn ich wieder motiviert bin, nach dem Hängematte pennen. Vielleicht noch ein bisschen Holz machen. Hab mir heute was zum Grillen mitgenommen. Nicht viel. Gibt auf jeden Fall heute Abend wieder Leberkleister. Ne? Schüttelschweiler Kopf, ne? Das kannst du vergessen. Das Ding wird leer gemacht. Ja. Wie gesagt, das auf jeder Seite ist nicht das Zahnnetz so weit runtergezogen, weil auf der Seite ist eher, dass die Leute kommen. Von daher passt das. Morgen ist dann groß durchchecken angesagt und mal gucken, ob ich das irgendwo noch abfetten kann. Wahrscheinlich eher nicht. Aber wie man sieht, sieht man nichts. Wenn man nicht wüsste, dass da was steht, würde man es von unten auch nicht sehen. Das ist geil. Gut, ich melde mich dann später nochmal. Ja, ich wollte mich nochmal melden. Und jetzt haben wir kurz nach 8. Ja, ist geil. Regen vorbei, alles wieder trocken. Und ja, wir fangen jetzt langsam an mit dem Essen. Haben schon mal Feuer gemacht. Ich zeige euch das mal. Ja, ist schon mein leckerer Grillkäse. Also mein leckerer Feta mit Paprika drin. Olli macht sich Gourmetle wieder. Der ist gerade unterwegs. Der sucht noch die anderen beiden oder zumindest einen auf jeden Fall. Feuerholz haben wir auch noch genug, denke ich mal. Zur Not haben wir noch was hinten im Shelter. Da ist noch mein Zeug. Ja, sonst sieht alles gut aus. Das ATV hat den Regen auch überlebt. Der Hackklotz hat auch überlebt. Die gute Hülterforst steckt auch drin. Mülltüte. Aha, wichtig. Immer seinen Müll mitnehmen, immer schön aufräumen. Ja, wir machen jetzt Essen, genießen den Abend und schauen mal, was noch so gibt. Gucken, ob ich heute Abend noch ein bisschen filme. John kommt ja noch. Dann kann ich, wenn er seine Flutlichtanlage, die er mitbringen will,
aufgebaut hat, werde ich dann auch noch mal ein bisschen filmen mit dem Camcorder. Das sollte funktionieren von den Lichtverhältnissen her. Brauche ich die Systemkamera nicht auspacken. Aber ihr werdet sehen, ob ich was filme oder nicht. Wenn nicht, blende ich einfach so ein paar Bilder ein. Morgen früh auf jeden Fall werde ich noch ein bisschen was filmen. Ein bisschen mehr wie heute. Weil, was soll ich euch damit belästigen? Das ist für uns jetzt hier schon Alltagleben. Und ja, in den anderen Videos davor könnt ihr das auch sehen. Die verlinke ich auch nochmal. Und dann schauen wir mal. Ich sagte, irgendwo von da oben kommen die anderen. Weiß aber nicht von wo. Also wir haben öfters mal jetzt was klackern, also Schritte gehört im Wald, aber naja gut. Nebenan der Sportverein feiert anscheinend sein Jubiläum oder was auch immer, weil heute Mittag schon Musik. Mal gespannt, ob heute Abend wieder Musik ist. Vor ein paar Wochen hatten wir das, wo wir hier waren, hatten wir das auch. Da war hier nachts sogar Party, ey, bis um drei. Ohne Scheiß. Ist im Wald gelegen, kurz Musik hören. Aber wie gesagt, entweder melde ich mich nochmal, sonst morgen früh. Ja. Dann sage ich bis dahin. Entweder Party oder Schlafgut. Ich weiß nicht. Wir werden es sehen. Bis dahin. Tschüss. So, herzlichen guten Morgen. Das heißt guten Morgen. Wir haben jetzt schon fast 11 Uhr. Wir haben abgebaut. John ist gestern Abend noch gekommen. Yeah. Olli dackelt schon da unten. ATV wieder aufgebaut. Alles sauber hinterlassen hier, so wie immer, so wie es sein soll. Ja, ich werde jetzt mal versuchen, da lang zu fahren. Gucken, ob es funktioniert. Wir werden sehen. Ja. Richtig Ski gewonnen. Jetzt beide Kameras drauf hier. Oh, ja. Mega Vlog. Ja. Na, ist schon schön hier. Ja. Wenn gar nichts hier liegt und keine Ausrüstung hier ist, ist das eigentlich richtig schön. Ja, dann sieht es richtig urig aus. Ja, wie gesagt, aufgeräumt haben wir. Das passt alles, Feuer ist auch aus. Mehr. Mit wie viel Liter Wasser? 3-4 Liter Wasser haben wir es gelöscht. Ja. Ja. So, ich mache mich jetzt fertig und dann gibt's GoPro Action durch den Wald. Bis dahin.
So, zu Hause angekommen, sehe recht fresh aus, wie man das so schön sagt. Ja, die Rückfahrt war super, top, bin schnell zurückgekommen, hat Spaß gemacht, Quad hat auch überlebt. Ich sage überlebt, weil wir haben, oder ich habe eben was festgestellt, und zwar, das ist eine ganz böse Falle, ich hatte so ein Rappeln. Und hier kommt das Rappeln her. Keine Ahnung wo, aber irgendwo kommt da das Rappeln her. Ich glaube, die Abdeckung hier ist nicht so. Muss ich gleich mal die Schrauben kontrollieren. Die sitzt nicht mehr so richtig fest. Keine Ahnung warum. Aber, na gut, zur Not gehe ich zum Händler. Die Karre hat jetzt fast 500 runter. Yeah. Und, jo, schauen wir mal. Alles in allem eine sehr gelungene Tour, die erste Offroad-Tour mit dem Moped. War cool, Aufnahmen folgen, Video folgt ja, habt ihr ja bestimmt dann jetzt schon gesehen. Ja, Olli hat das, hat ein Handy-Video gedreht, so stark, haben wir mal in 1,5 Geschwindigkeit gemacht, sieht geil aus, hat richtig weit geheizt. Nee, bin ich aber nicht. Bin relativ vorsichtig gefahren. Ich habe auch alle Stücke, die größer waren, wirklich doch noch aus dem Weg geräumt, weil so erfahren bin ich dann doch nicht und will dann halt wirklich auch nichts kaputt machen. Aber der Alu-Unterbodenschutz, der muss auf jeden Fall rein. Den muss ich holen. Das ist sonst nichts. Naja, gut. Aber sonst. Ich will's. Daumen hoch für die Karre. Hat gut gemacht. Und war ja auch nicht zu sehen. Ja gut, ich räume jetzt auf. Bin ja schon dabei. Hier fliegt schon wieder alles rum. Wie man das ja auch von mir kennt. Hier fliegt alles rum. Rucksack schon runter. Ja, ich räume jetzt auf und dann entspanne ich noch ein bisschen den Sonntag. Deswegen sage ich, bis dahin, euer Yellow.